Herzlich willkommen zu diesem Video. Mein Name ist Christoph. Das ist jetzt der zweite Teil zu der Nextcloud App Termine. Und hier geht es jetzt, nachdem wir in dem vorhergehenden Teil schon die ganzen Workflows abgelaufen sind, um die Einbindung in die Webseite für Terminbuchungen. Obligatorisch wie immer, wenn euch das Video gefällt, könnt ihr das Video liken. Und wenn ihr den Channel noch nicht abonniert habt, dann abonniert den bitte und wenn ihr zum nächsten Video benachrichtigt werden wollt, dann könnt ihr noch das Glöckchen benutzen. Gut, dann starten wir an der Stelle, wo wir letztens aufgehört haben. So, jetzt kommen wir zum eigentlichen Thema. Es ist natürlich schön, wenn man hier so einen Link verschicken kann, aber es gibt ja auch hin und wieder, dass halt ständig Leute anrufen und irgendeinen Termin haben wollen zu einer bestimmten Sache. Dann kann man natürlich das machen, dass man dieses Teil da auch in die Webseite einbindet. Das heißt, gleich über die Webseite, Sie müssen nicht anrufen, sondern können gleich über die Webseite einen Termin buchen. Hat dieselbe Funktionalitäten, aber es sind so ein paar Sachen zu beachten. Und das gehen wir jetzt einfach mal ganz kurz durch. So, dann gehen wir mal hier zurück auf diese Termine. Wir haben ja noch ein paar, die wir verbuchen können. Und dann gibt es halt die Möglichkeit hier auf Zeige-URL-Verknüpfung. Man könnte jetzt sagen, man kopiert jetzt hier den Link und macht halt ein iFrame rein. Bedeutet, also wenn man diesen Link bedeutet, dass man den Kopf, den der hier hat, nimmt der mit. Also hier oben diesen Kopf. So, den wollen wir natürlich nicht haben, wenn wir den in die Website einblenden. Kann man machen, muss man aber nicht. So, wir wollen aber das als iFrame einbetten und das muss halt nahtlos in die Website integriert sein. Deshalb nehmen wir das und da sehen wir, dass der Link ein bisschen anders ist. Ja, das heißt, der hat hier noch dazwischen, statt dem Pub, hat er hier Embedded. So, das heißt, wenn wir jetzt den Link nehmen und den mal in unsere Seite separat aufmachen. So, da sehen wir, da fehlt oben der ganze Kopf von der Nextcloud. So, und so kann man den ja jetzt auch sozusagen verwenden. So, jetzt mache ich mal das in einer ganz einfachen Form. Das heißt, ich habe hier mal so eine Datei angefangen und füge hier jetzt unseren Link ein, den wir nutzen wollen und müssen den halt hier mal kurz ausklammern. So, was habe ich jetzt hier gemacht? Also nur um das jetzt besser darzustellen, habe ich dem iFrame noch einen Rahmen gegeben und er soll nicht scrollen. Das werden wir dann gleich sehen, was das Problem ist. Und weil es dann gibt es hier noch diese Option Padding Bottom. Die kann man machen oder nicht machen, je nachdem, wie das drumherum layoutet ist. Manchmal braucht man das, um ein bisschen den Rahmen noch zu schieben, weil durch Scrolling No sind dann doch hier oder da Sachen ein bisschen verdeckt. So, das nehme ich mal jetzt weg und dann kopieren. Also brauchen wir jetzt nicht kopieren, machen wir speichern. Ich habe im Prinzip jetzt hier, ich mache mal diese Seite zu. Ich habe hier im Prinzip eine Webseite gemacht, die ist jetzt leer, da ist es noch nicht drin. Die habe ich mal rot eingefärbt. Das heißt, das ist im Prinzip diese Webseite, die mit Background rot ist. Und jetzt habe ich im Prinzip das eingeklammert. So, und jetzt haben wir hier unseren wunderschönen FileZilla. Und kopieren hier unser Form mal auf den Server. Und dann können wir neu laden. So, und da sehen wir im Prinzip schon das Problem. Egal, wo man das jetzt einbettet, ob jetzt man in WordPress Typo 3 oder jetzt eine eigene Webseite ist, wird man in der Regel das bekommen. Das heißt, Nextcloud Prescott hat die Verbindung verweigert. So, jetzt ist, das kann man lösen, wenn man jetzt einen eigenen Server hat. Also das heißt, man hat das auf dem eigenen Server gehostet, kann man das selbst lösen.
Wenn man jetzt eine fertige Nextcloud von IONOS, von Hetzner, wie auch immer die alle heißen, nutzt, dann hat man so ein bisschen ein Problem. Kann man diese Funktion wahrscheinlich entweder gar nicht nutzen oder man muss sich mühselig durch die Hotline klaufen und wahrscheinlich kostenpflichtig beauftragen, dass das freigeschaltet ist. Und zwar ist das so, die Nextcloud hat gewisse Sicherheitsfeatures. Das heißt, wir haben jetzt zwei verschiedene Domains. Also das eine ist jetzt meine WordPress-Test@prascott.de und die Nextcloud hat nextcloud.prascott.de als Domain. Und standardmäßig verbietet die Nextcloud solche Frame-Einbindungen von einer fremden Domain. Das ist ja auch ein Schutz, sonst könnte ja jeder irgendwelche Links von dieser nehmen und könnte es einfach einbinden. Also es für einen Kalender gilt das auch und andere Sachen, was man so alles machen kann. So, das heißt, jetzt müssen wir der Nextcloud erstmal sagen, dass die halt, also dass diese Einbindung halt auch auf der Domain wordpress-test@prascott.de funktionieren soll. So, dazu gibt es, gehen wir mal in den Nextcloud-Ordner. Das ist hier schön, dass das alles auf demselben Server ist. Deshalb kann ich hier das mal ein bisschen einfacher gestalten. Gehen wir in den Ordner Nextcloud, in den Ordner Libraries oder Lib oder Library. Dann haben wir den Ordner Public darunter. Und hier gibt es einen Ordner, der nennt sich App Framework. So, da gibt es noch einen Ordner, der heißt HTTP. Und jetzt müssen wir mal das hier ein bisschen vergrößern. Und dann gibt es hier die Datei Content Security Policy, PAP. So, die kopieren wir uns mal ganz kurz hier lokal. Und dann können wir die mal in meinem Editor öffnen. So, und da sehen wir im Prinzip schon hier alle möglichen Einstellungen, die für diese Schutzmaßnahmen zuständig sind. Und für diesen brauchen wir diesen Eintrag. Das heißt, wir kopieren uns einfach mal das hier durch. Immer darauf achten, dass das Komma da immer stehen bleibt. Und dann müssen wir natürlich hier das jetzt ersetzen mit wordpress-test.prascott.de. So, speichern. Und dann laden wir die Datei natürlich wieder hoch. Und gehen auf unsere Webseite, refreshen das Ganze mal. Und da sehen wir, haben wir jetzt bekommen. Also jetzt ist das schön in unsere Webseite eingebunden. So, jetzt gibt es ja noch Formatierungsmöglichkeiten. Das heißt, wir haben, das ist jetzt der Iframe, der ist jetzt weiß. Und wir haben ja hier noch einen Rahmen drumherum und können halt die, sagen wir, den Hintergrund ändern. So, das ist eine Sache, die können wir wieder hier in unserem Termin-Dings machen. Das heißt, wir gehen hier auf Einstellungen und öffentliche Seite anpassen. So, Advanced Settings. So, da gibt es erstmal hier Einhaltung der DSGVO. Steht ja schon da, siehe Tutorial. Ich habe da schon mal was ein bisschen vorbereitet. So, wie es im Tutorial drin steht. Das heißt, man kopiert das hier ein bisschen rein. Und natürlich sollten wir das jetzt in Deutsch machen. Das heißt, bitte akzeptieren Sie unser, was auch immer. So, ich mache das jetzt mal auf Anwenden und wir sehen, jetzt haben wir hier das Häkchen. Datenschutzerklärung kann man hier rein verknüpfen und kann den Text halt jetzt noch anpassen. Natürlich muss man jetzt schauen, dass das von der Höhe sich jetzt natürlich wieder ändert. So, dann hatten wir hier gesehen, hier können wir noch Zeitzone anzeigen, Telefonnummer fällt aus, was auch immer, ist alles jetzt in dem Fall nicht wichtig. Und dann haben wir hier unten noch diesen Bereich Style, mit dem wir da so ein bisschen ein paar Sachen machen können. Und da sollte man wirklich dann auch erstmal Style hier so reinschreiben. Das heißt, das ist nicht schon da, das muss man wirklich so erstmal reinschreiben. Und
gibt es halt so ein paar Sachen. Ich ziehe das mal ein bisschen größer. So, jetzt können wir zum Beispiel dem Ganzen einen Hintergrund geben. Ich mache das jetzt mal voll krass, wie man so sagt. Das heißt, ich habe jetzt Background Color, irgendwie was Schiefes genommen und habe jetzt den. Das mache ich mal aus. Das kann man mal so machen. Anwenden. So, jetzt sehen wir, jetzt haben wir das drumherum blau gemacht. Mal sehen, ob wir das. Ne, das drumherum blau gemacht. Jetzt haben wir hier die weiße Linie drin und jetzt können wir natürlich der Form, also mit der weißen Linie drin, das ist die Form, können wir jetzt noch, also wir können das ja auch mal ein bisschen grau machen, das heißt, wir nehmen hier mal, nee, wir machen die grau. So, und anwenden. Und natürlich haben wir jetzt den grün gemacht. Ich würde es jetzt mal machen, dass wir sagen, hier 3, 3, 3, 3, 3. Und sehen wir, haben wir das jetzt ein bisschen umformatiert. So, mit dem Blau würde ich jetzt natürlich nicht lassen, aber es ist halt jetzt die Frage, ob man das jetzt so machen kann. So, jetzt gehen wir mal auf unseren Formtest, wie es denn ausschaut. Jetzt sehen wir das so. So, jetzt sehen wir, das iFrame hat natürlich hier auch noch eine Linie. Das kann man dann entscheiden, wie man das macht. Also, ob man jetzt das iFrame grau einfärbt und diese Rahmen, das würde ich wahrscheinlich machen und nicht hier diese Form. Also, die Form würde ich den Rahmen komplett wegnehmen, weil das ist dann vom optischen her, wenn man es jetzt wirklich responsive-mäßig einbindet. Das werden wir jetzt gleich nochmal sehen. Ich will das jetzt nur mit den krassen Farben machen, damit man es sieht, wie es aussieht. Okay, also hier haben wir es jetzt ja schon eingebunden. Von der Höhe alles passt, also ist super. So, die Höhe des iFrames ist natürlich entscheidend. Die muss man mit angeben. Das heißt, meine Form HTML habe ich hier sozusagen schon die Höhe. Also ich habe es ja erst schon getestet, deshalb weiß ich, wie hoch das sein sollte. Dann sind das jetzt hier 580. Das kann sich aber natürlich ein bisschen variieren, je nachdem, wie sozusagen das drumherum ein bisschen hier oder da drückt oder wie Rahmenabstände standardmäßig irgendwo eingestellt sind. Okay, so, dann gehen wir mal weiter und gehen mal einfach auf WordPress. Hier, so, da gehen wir mal auf meine schöne Seite. Also ich habe hier eine Testseite inhaltlich erstellt. So, und man könnte jetzt zum Beispiel sagen, man könnte diesen Terminbucherer hier an der Seite reinmachen. Finde ich nicht so toll, weil man die Breite von dem Teil nicht so hundertprozentig steuern kann. Also wie das aussieht, das heißt, würde ich dann machen mit komplett rahmenlos und alles. So, ich würde das jetzt mal hier so einfügen wollen. Das heißt, ich gehe einfach mal auf meine Editieren auf meinen Seiten und gehe hier auf meine Testseite. So, ob man jetzt hier Elementor oder diesen Gutenberg-Editor, der jetzt standardmäßig neuerdings drin ist, bei Links verwendet, das ist alles egal. Ich würde das jetzt einfach mal hier mit Spalten machen. Das heißt, nehmen wir mal zwei Spalten. Also schmaler würde ich es dann nicht mehr machen. Und wir fügen im Prinzip das jetzt hier ein. Das heißt, individuelles HTML wollen wir jetzt hier ein und dann nehmen wir ganz einfach genau das, was wir hier haben. Und fügen das jetzt hier ein, aktualisieren und dann sehen wir das im Prinzip auf unserer Webseite und hier sehen wir das nämlich das Problem mit der Höhe schon wieder und das kann man jetzt sozusagen mit diesen verschiedenen Elementen, also das heißt, wir haben ja hier erstmal
noch Rahmen drumherum. Das heißt, wir machen das Ganze erstmal höher. Das heißt, ich nehme jetzt mal 90, ein bisschen rantasten. Ja, paar mal 600. So, dann können wir natürlich hier noch eins machen, und zwar wir nehmen hier den Rand nach oben mal weg, also der Rundumrand eigentlich weg, damit der so ist. Und den Border nehmen wir jetzt auch mal weg. Anwenden. So, jetzt ist das randlos. Da sehen wir. Und jetzt könnte man noch sagen, dass der ein bisschen zentriert sein soll. Das mal schauen hier, man die Form. Also die Form könnte man jetzt wahrscheinlich auch noch breiter machen. Das heißt, wir machen jetzt mal. Which 100%. Ja, genau. Also jetzt geht er auf die komplette Breite. Das würde jetzt hier in unserem Fall das bedeuten. Ist aber in dem Fall jetzt wahrscheinlich die bessere Wahl. Genau. Und jetzt nehmen wir sozusagen dem Ganzen noch ein bisschen den Schrecken weg, indem wir den Rahmen entfernen. Und wo hatten wir denn das? Das war, glaube ich, hier. Das heißt, wir nehmen hier Border 0. Aktualisieren. Und haben das jetzt so randlos eingebunden. So, um zu sehen, dass es noch ein bisschen schick ist. Das heißt, jetzt nehmen wir hier noch mal ein Bild rein und Mediathek, nehmen wir hier mal eins von meinen schönen Covern. So, dann machen wir noch ein bisschen Text dazu. Natürlich will ich die Formatierung entfernen. Kopieren. Und. Nee, das war Quatsch. Block entfernen, wir wollen das ja hier hinzufügen. Was halt mit Absatz mal. So. Und aktualisieren und haben das hier so eingefügt. Jetzt schauen wir uns das nochmal responsive an, wie es denn auf dem Handy aussehen würde. So, jetzt gehen wir mal hier, also fangen wir von oben an, nach unten. Das ist jetzt die erste Spalte, die zweite Spalte ordentlich mit Umbruch und so weiter. Also nach unten dann frei. Also klappt super. So, also das jetzt müssen wir ganz kurz, damit man sieht, wie einfach das am Ende funktioniert und was man da machen kann. Also natürlich jetzt nicht aufs Optische, müsste man jetzt wahrscheinlich mit den Style Sheets noch ganz viel machen, damit man hier das Farb echt an die Website anpasst. Aber im Prinzip, denke ich mal, ist verstanden. Ich hoffe, ich konnte euch wieder helfen. Ich würde zu dem Thema vielleicht noch zwei, drei oder noch mal ein Video weitermachen, wo ich dann noch mal ganz spezielle Sachen zeige von den Einstellungen her, was man da alles machen kann. Also wir sehen, wir können jetzt hier auch die Auswahl machen. Müsste man auch noch ein bisschen an mit den CSS-Style-Sheets rumspielen, damit man sozusagen hier den Hintergrund anders gestaltet und nicht weiß. Aber im Prinzip
funktioniert das alles so, wie es soll. Genau, also die Bestätigung kommt dann auch hier drin und natürlich per E-Mail. Wir haben hier auch noch eine E-Mail bekommen, hatte ich ja erst eingestellt, dass wir die nochmal bestätigt kriegen per E-Mail. Ich denke, soweit war das alles verständlich. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Ich konnte euch helfen. Bitte abonniert meinen Channel. Ein Like ist auch super. Und ansonsten wünsche ich euch einen guten Start in die nächste Woche. Bis denn, euer Christoph.